In diesem Video zeigen wir dir, wie du über den Homepage-Baukasten ein Backup deiner Webseite machst. Gehe dafür in den linken Menüpunkt Einstellungen und anschließend auf Sicherungskopie der Webseite. Trage in die obere Zeile einen Namen deines Backups ein. Sinn macht es natürlich, das Backup so zu benennen, dass du noch weißt, welche große Änderung bevorstand. Klicke anschließend auf Speichern. Ein Blick auf die untere Auflistung zeigt dir, dass der Homepage-Baukasten auch selbstständig Backups nach verschiedenen Änderungen vornimmt. Willst du den Stand zurücksetzen, ist es deshalb oftmals schwierig, den exakten Wiederherstellungszeitpunkt zu finden. Wir empfehlen, vor jeder großen Änderung ein Backup deiner Seite anzulegen.